Guten Abend, liebe Bewohner. Es ist Freitag, der 6. September 2024, 21.34 Uhr hier auf Isla Nuuk. Da fällt mir ein, dass die Modestütte Schneiderschwestern Minna heute Isla Nuuk besucht. Sie sucht Freiwillige, die ihr mit etwas helfen. Wenn ihr Zeit habt, sprecht sie auf dem Festplatz an. So, dann sind wir heute am Ende. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Und damit hat ihr Lohn recht herzlich willkommen zurück zu Animal Crossing New Horizons. Ein neuer Tag, eine neue Folge, Nummer 318. Let's go. Was? So. Maria hat uns was geschickt. Lass uns mal gucken, was das ist. Na, ist nicht so ganz meins. Thank you anyway. So. Da sehe ich schon ein Sternchen am Boden, das ist nicht schlecht. So, heute haben wir wieder Ferienhaus zu bauen. So, da. Nichts. Oh, man geht die ganze Zeit. Irgendeine angemacht und nicht mehr ausgemacht. Apollo einfach vergessen, die Dinge wieder auszumachen. Jetzt auch gefährlich. So. Lachs. Die Vogeltränke aufstellen.
Das ist gleich was Neues. Ja, eine Stachelmakrele. Da kannst du ruhig herummakrelen. Ich lass mich nicht aufstacheln. Hatten wir, glaube ich, noch nicht. Nee. Hatten wir noch nicht. Nice. Nein, oh Mann. Hier geht es auch nicht so voran, wie es mir wünschen würde. Das ist echt im Moment ein bisschen nervenaufreibend tatsächlich. Wir haben so viel gezüchtet, wir können eigentlich da schon zufrieden sein, auch wenn es bei ein paar Farben vielleicht oder an ein paar Farben scheitert. Theoretisch wird sie ganz gut auch schon mit dem Schilf, aber nein. Das ist wahrscheinlich wieder irgendein Stein oder so. Nee,
Fundsache in den Bergen. Wer war denn in den Bergen heute von euch? Wer hat sich in unseren höheren Tälern herumgetrieben? Tasche ist voll, okay. So. Ich habe ursprünglich übrigens gedacht, dass wir die Vogeltränke vielleicht hier reinstellen können, weil hier haben wir so einen Leerplatz. Und ich dachte, dass ich hier vielleicht mal Ruhe. Vogel sein können. Fand ich jetzt eigentlich ganz cool. So. Nicht freigeschalten, dreimal mit Leuten reden wahrscheinlich. Ja.
Gehört es etwa vielleicht dir? Sehr schön. So. Dann fragen wir mal kurz bei der Eule an. So, dann erzähl. Die Stachelmakrele kann beinahe 2 Meter lang und 90 Kilo schwer werden. Dies macht sie schon vor ewigen Zeiten zu einem Favoriten unter den Fischern. Es handelt sich um kluge Jäger, die gern warten, bis ihre Beute durch andere Fressfeinde abgelenkt ist. Es werden sogar Fälle berichtet, denen sie Vögel angegriffen haben sollen. Und das war's im Groben. Denken Sie mal drüber nach. Sehr schön. So. Wir müssen es noch verkaufen, das Zeug, und dann müssen wir in die Arbeit fliegen. So, ich will das verkaufen. Rot, ich glaube auch so ein Essenskorb machen, das ist nicht schlecht. So, ansonsten gibt es hier nicht viel. Dann würde ich sagen, auf geht's. So. Die sieht weird aus, die Maus. Nicht böse gemeint, aber die sieht weird aus. Was sind denn ihre Augen? Das rote oder das... Ja.
Das ist weird. Hallo. Hennes, Geistbock Hennes. Das wussten wir schon. Okay. What the hell? Tentatron. Okay. Geralt. Hier in der Ecke haben wohl ein Wehrenhaus, was? Vielleicht sollte ich netter zu den Leuten sein. Wir bringen Geralt, glaube ich, ein Zuhause. Tentatron macht mir eher Angst. So. Buongiorno, Freunde. Ringlicht. Oh, jetzt bin ich gespannt. Das finde ich auch cute. Oh! Shut the fuck up. Das ist perfekt. Bioreaktor in allen Farben, oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott.
Nur die ganzen Eis. Die ganzen Einfachdinger. Oh Gott. Und wir werden noch auf jeden Fall noch einen FHA-Raum machen. Unbedingt. Oh, ich bin so glücklich. Muss ich mal sparen. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. So einen Tisch habe ich zu Hause. So, das war erstmal R. Surfbretter in verschiedenen Farben, endlich. Die ganze Western-Einrichtung, oh Gott. Was für Sachen braucht der oben?
Ja, morgen mit. Wenn ich es nicht vergesse bis dahin. Ich würde gern arbeiten gehen. Hallo Bono, was gibt es denn? Tja, ich weiß nicht so recht, wo ich anfangen soll. Oh, das ist ja auch Jessie. Hallo, schön dich zu sehen. Hallihallo, entschuldigt die Störung. Ja, wir haben uns draußen von dem Büro getroffen. Jessie wirkt etwas zögerlich, also habe ich gefragt, ob ich helfen kann. Ach, so war das. Also Jessie, bei Fragen zu deinem Ferienhaus bist du hier goldrichtig. Nun, was können wir für dich tun? Ich platze ungern einfach so irgendwo rein, wobei, eigentlich schon. Egal, ich hatte jedenfalls eine Idee. Es fing damit an, dass ich voll das Gefühl bekam, dass meinem fetzigen Ferienhaus noch irgendwas fehlt. Und dann hat es bling gemacht. Mir fehlt ein Mitbewohner, mit dem ich das Ferienhaus teilen kann. Du möchtest ein Ferienhaus mit jemandem teilen? Das ist ja eine wundervolle Idee. Kommt ja auch von mir. Die Sache hat nur einen Haken. Ich habe null Plan, wie man Mitbewohner auftreibt. Lass mich mal nachdenken. Vielleicht kann ich helfen, Carlotta. Ein Experte bin ich natürlich nicht, aber ich will versuchen, unsere Kunden zu unterstützen. Ach ja, und wie wäre es auch, Matze um Unterstützung zu bitten? Schließlich hat er doch das Ferienhaus für Jessie entworfen. Da könnte er sicher auch den perfekten Mitbewohner finden. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Okay, für dich ist auch in Ordnung, Jessie. Aber sowas von. Boah, ich bin froh, dass ich gefragt habe. In Ordnung. Bruno, wir haben schon einmal besprochen, wie man mit Kundenanfragen umgeht, nicht wahr? Mir gefällt, wie viel Initiative du zeigst. Daher überlasse ich dir diese Anfrage. Du hast freie Hand. Ich bin schon gespannt, wie du dich machen wirst. Oh, okay, ich gebe mein Bestes. Das weiß ich doch. Solltest du Unterstützung brauchen, bin ich hier. Es gibt keine dummen Fragen. Ich verspreche, dass wir in kürzester Zeit einen perfekten Mitbewohner finden werden, Jessie. Vielleicht finden wir einen James oder einen Mauzi. Ein Moment, Jessie, es dauert nicht lang. Gut, dann lass uns jetzt nach einem passenden Mitbewohner suchen. In Ordnung, Matze. Also, nach wem, der diese Insel besucht und gut zu Jessie passen würde. Mach ihn ausfindig, erkläre ihm alles und lade ihn hier ein. Oder sie natürlich. Wenn ich ein möglicher Mitbewohner wäre, würde ich mich wohl im Café oder im Restaurant herumtreiben. Oh, falls du Amiibo hast, wenn du bestimmt anrufen willst, nutze den Amiibo-Scanner in unserem Büro. Und falls du ihn mit wem sprechen möchtest, der schon ein Ferienhaus besitzt, setz dich und ruf ihn an. Alles klar, dann los, wir zählen auf dich. Finde einen Mitbewohner für Jessie, das ist neu. Die ist zu gruselig, die würde ich nehmen, aber die ist mir zu gruselig mit ihren Augen. Die finde ich cool, die war offener als die andere. Die Ziege Pamela.
Ich hoffe, du nimmst mir das nicht krumm, aber du bist viel witziger, als ich dachte, Jesse. Ja, das sieht mir ganz so aus, als würdet ihr beide euch prima verstehen. Was sagt ihr? Kriegen wir euch beide zusammen in ein Haus? Erstmal so im Ernst. Ich denke, Pam und ich könnten voll den Fun zusammen haben. Sieht ganz so aus, als hättest du einen Plan, Jesse. Also abgemacht. Ich bin dabei. Du und ich, wir werden uns schon bald eine Hütte teilen. Heckmeck. Du gut, jetzt scheint euch am besten zu verstehen. Wie schön. Ich danke euch beiden. Lass uns zum Ferienhaus und Jesse gehen, Matze. Ich weiß genau, dass du so groß immer wirst, sodass es dir vollen Komfort bieten wird. Okay, das heißt, ich muss jetzt 50-50 machen. Und da wären wir, Pamela. Das hier ist mein spitzenmäßiger Ferienpalast. Krass, die Buden sind nicht mal abgefahren. Darf ich hier echt rein? Das findet der Burner, Hackmack. Dein Job ist, unser Ferienpalast zu sehen, dass wir hier immer happy sind. Das schaffst du, Matze. Und hier draußen passt dann hier alles. Umbauen mussten, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir jemanden aufnehmen können, aber ich bin jetzt auch gleichzeitig böse, weil bis auf Geralt war es eigentlich dann niemand dabei, wo ich gesagt hätte, war geil. Der rote Teppich kann bleiben, die Wand muss sich ändern. Thank you.
So. So, also neue Hütte. Gibt es jetzt kein Ding mehr, was sie unbedingt haben wollen? Mm-hmm.
Birnenstühle haben wir nicht, gell? Nee, das wär völlig wild gewesen. So, Raumtrenner haben wir nicht. Betten brauchen wir noch.
Betten, 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 Betten. Ist doch gut. Ist doch gut. Furchtbare Musik. Thank you.
Die eine steht auf Birne, die andere steht auf Apfel. Aber wir brauchen trotzdem noch irgendwie was Cooles. Gut, passt. So, lala. Einen Stuhl haben wir noch. So, lala. Ihr beiden. Sie sieht sie noch nicht so richtig als Mitbewohner, okay? Ich glaube, es schaut ganz gut aus für die beiden. Ich danke dir echt für alles. Könntest du noch ein paar Bildchen von
von hier machen, bevor du abzischt? Klar. Menno, aber okay, komm hier jetzt halt vorbei. Ich und Pamela warten schon auf dich. Ich habe schon Bilder gemacht von euch. Also eins. Aber ist gut, Pamela, schon mal auf der Bärenseite. Das ist schon mal nicht schlecht. So. Willkommen zurück. Wie ist es denn gelaufen? Sehr schön. So. Ich mach Schluss für heute. Wir haben umgebaut, wir haben neue Mitbewohnerin. Das passt ganz gut. Und jetzt von den restlichen, die jetzt da sind, nicht unbedingt noch irgendwie eine Person da, wo ich jetzt sage, brauche ich dringend. Geralt wäre cool gewesen, aber... ist jetzt keine Verpflichtung. Ist jetzt keine Verpflichtung. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Ferienhäuser. So, ab nach Hause. So, lala. Erfolgreicher Tag. So, haben wir unten unser Dingelraum. Unseren Tom Nook-Raum, aber den F&H-Raum, der ist, glaube ich, auch cool. Den will ich, glaube ich, unten hin haben. Und oben hätte ich gern so ein antikes Komplettreich hier oben eigentlich. Weil das hier schon auch cool ausschaut mit dem Sport. Um Himmels Willen möchte ich jetzt echt nicht schlecht reden oder so. Also das ist, gefällt mir echt gut, vor allem mit der Trikot-Collection. Das ist schon echt nice. Schade, dass uns da halt noch zwei Caps fehlen. Aber ja, na gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich sag ciao und vor allem, wir sehen uns nächstes Mal wieder hier bei Animal Crossing New Horizons. Bis dahin, Tschüssikowski.